Zeitdruck. Tick, Schlag, ein Schlag der Zeit. Zeiten schlagen, ein Schlag auf Zeit. Zeit, sein Zeit schlagen, ein Zeitschlag auf Schlag der Zeit. Kennst du das? Wenn du aufwachst und nicht mehr weißt, was passiert ist? Du hast ein Stechen im Kopf, kannst dich kaum bewegen, bist wie paralysiert. Wenn du dich selbst nicht mehr riechen kannst, ich meine das wörtlich und im übertragenen Sinn, dann weißt du, dass du so tief im Nebel steckst, dass du, wenn du dich fügst, früher oder später nicht mehr lebend herauskommst. Weil... Dann bist du spät. Wenn du dich fügst, deine Seele gefangen ist. Kennst du diese Sekunden im Leben, die wie Minuten sind, in denen du ganz genau weißt, dass du nichts weißt? Dann bist du spät. Und selbst da bist du dir nicht sicher. Wenn du von einem Traum verfolgt wirst, der so real scheint, dass du nicht mehr weißt, ob du wach bist oder schläfst. Kennst du das? Kennst du das? Kennst du das? Du bist zu spät. Du bist zu spät. Du bist zu spät. Kennst du das? Wenn Menschen plötzlich verschwinden, wenn du ausgetauscht wirst, wenn du von jemandem träumst, der dich gar nicht registriert. Kennst du das, wenn du weißt, dass du nichts ändern kannst und doch immer weiter versuchst, genau das zu tun? Wenn die Uhren immer weiter ticken und die Zeit immer weiter schlägt, und es doch so scheint, als würde die Zeit stillstehen. Wenn du dir genau in diesem Zeitfenster selber begegnen würdest, würdest du dich erkennen? Und würdest du etwas ändern?